Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Ruttertal, schön, dass ihr dabei habt. Mich freut's und heute habe ich was für die Kleinen dabei, von Lego Duplo. Unterschiedlichste Sachen, fangen wir mal auf der linken Seite von mir an. Habe ich für euch Lego Duplo einen Zug. Nicht verwechseln mit so einem Zug, wie zum Beispiel der Geburtstagszug von Disney, den wir da haben, wo mir meine Frau immer noch in die Ohren liegt, wegen Pluto, der wo dabei ist, der bei den alten Disney-Geburtstagszug noch nicht dabei war. Da hat man nur einen Mickey und Minnie gehabt mit Luftballon, da ist jetzt der Pluto noch mit dabei. Genau, und der Zug da, der fährt. Der andere ist am Schirm, der hat Batteriebetrieb. Und das Tolle bei der Sache ist das, da hat Action Bricks dabei, die legt es auf die Schienen drauf und der Zug weiß dann, dass er stehen bleiben muss oder er gibt Signal oder er schaltet Licht aus und ein. Also da kann man sich wirklich schön umeinander spielen damit, beziehungsweise die Kleinen lernen die ganzen Funktionen ein bisschen kennen. Wir haben für euch auch im Geschäft das Erweiterungsset mit Schienen und Bahnübergang. Es gab nur eins mit Brücke und es gibt da nur einen Güterbahnhof am Hafen. Der ist aber um einiges teurer. Das da glaube ich kostet 4,50 Euro der Zug. Schienenset ist irgendwo bei 18,50 Euro, was bei uns kostet. Also wie gesagt, von den Preisen her finde ich es jetzt in der Richtung okay, wenn man bedenkt, der Güterbahnhof mit dem Hafen, der ist immer ganz teuriger. Aber wenn man kleine hat, die wo mit Zug begeistert hat und so weiter, ich kann es euch nur empfehlen und ans Herz legen. Das andere, das kommt ja auf die rechte Seite nochmal, ein paar so Mitbringsel für Jungs, für Mädels, dann die diversen Duplo-Zimmer. Man kann das Ganze dann wieder in die Schachtel rein tun, dann ist voran, einfach so ein kleines Mitbringsel, wenn man auf den Geburtstag hinfährt oder was auch immer. Dann, die Wippe ist ganz toll, und zwar lernen sie da ein bisschen die Feinmotorik, auch, dass das aufstapeln können und ja, wie gesagt, dass die Wippe, im, was heißt im Gleichgewicht, also wenn das Ganze ein bisschen wackelt, ist es halt einfach nicht so leicht, wenn es auf einer stinknormalen Platte steht. Von daher, ganz ein guter Lerneffekt für die Kleinen. Und jetzt schaue ich das Heisel noch mehr auf Zeiten. Außerdem haben wir für euch für 18,90 Euro haben wir nur so eine Erweiterungsbox da. Damit einfach ein bisschen mehr der Bau kommt. Weil bei den, wenn man ganz ehrlich ist, bei den Lego Duplo Sets, ob es jetzt eine Feuerwache ist oder was auch immer, es sind nicht viel Standl dabei. Es sind vielleicht einmal 15, 20 Standl. Ich glaube, da wird es eigentlich schon recht gut gerechnet. Und was kann man großartig daraus machen? Nicht allzu viel. Deswegen haben wir für euch die Box noch mit da. Dann können sie da zum Beispiel als Wahl ein Leuchtturm, ein Anteil, also dann eher ein paar Beispiele mit dabei. Aber dann können die Kleinen wenigstens ein bisschen mehr noch draus machen, wenn sie schon ein schönes Set daheim haben. Genau, von Lego Duplo, wie gesagt, was wir nicht da haben für euch, das können wir bestellen. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Macht es gut, pfiat euch. Euer Bernhard von Ruttertals. Und lieber YouTube-Nutzer uns findet man in der OMV-Tankstelle in Ruschdorf an der Rott an der Pfarrkirchner Straße 2. Genau, das ist eigentlich unser Tankstellenshop, der ist erweitert auf das ganze Ding. Ich werde jetzt zwar nicht bei jedem Video erwähnen, man findet es auch bei uns in der Kanalinfo drin, wo es uns finden könnt. Aber gebt einfach Ruttertals ein bei Google, dann findet es uns sofort. Also, macht es gut, pfiat euch, euer Bernhard von Ruttertals.